Hallo zusammen zu Skyrim Mod Series Episode 91, heute mit unserer ersten Mod Ambience Music Overhaul. Mit dieser Mod könnt ihr die ganze Musik oder fast die ganze Musik in Skyrim ersetzen durch neue Tracks. Ich hatte anfangs nicht gedacht, dass es so wunderbar funktionieren würde, wie es hier gemacht ist, denn natürlich, wenn man Musik hier rein moddet, dann benötigt man Musik, die kostenlos ist oder für die man irgendwie die Rechte hat. Das ist natürlich nicht so einfach, zumindest nicht einfach, wenn man gute Musik haben will. Ist hier allerdings gelungen, es gibt sehr viele neue Tracks und die wurden auch an die Umgebung angepasst. So hat man zum Beispiel verschiedene Tracks für Außengebiete, für Städte, verschiedene Städte, für die Tavernen, für die Gasthäuser und spezielle Plätze haben auch ihre eigene Musik. Ich bin sehr positiv überrascht und die Musik, die man hier zu hören bekommt, gibt einem ganz neues Feeling für das Spiel. Es ist wirklich was ganz anderes. Es bringt eine Menge Frische rein in das generelle Gameplay. Vor allem meiner Meinung nach in den Städten fühlt sich alles sehr gut an, einfach mit dieser neuen Musik. Am Ende dieses Videos nach allen Mods gibt es einige Hörproben, da könnt ihr dann einfach mal genauer reinhören. Unsere nächste Mod ist Crisp Artery Sound Effects. Und was diese Mod tut, ist offensichtlich, alle Soundeffekte der Bögen werden ersetzt. Und zwar mit einem sehr klaren Sound, der sich anhört, als würde man gerade eben den Pfeil auf eine ziemlich spröde, gut benutzte Sehne aufziehen. Hier hat man einen kleinen Bug gesehen, den ich gefunden hatte, mehr oder weniger gefunden. Und zwar, wenn die Killcam mit dem Bogen aktiviert wird, dann wird der Sound geloopt, der durch den Pfeil ausgelöst wird. Und dann hört es sich etwas seltsam an. Im englischen Video wurde mir gesagt, ich hätte ja mal die Klappe halten können, so damit sich jeder den Sound auch mal anhören hätte können. Deswegen bin ich jetzt erstmal für ein paar Sekunden ruhig. Also, sehr zu empfehlen, meiner Meinung nach. Ich habe ihn installiert, den Soundeffekt. Ich habe generell wenige Soundmods installiert. Mit den zwei Mods eben ist jetzt was Schönes Neues hinzugekommen. Und hier haben wir Jobs of Skyrim. Und das ist wirklich eine Mod, die hat sie richtig in sich. Also, der Hauptgrund zur Entwicklung dieser Mod war wohl, dass man wollte, dass es eben, dass man mehr rollenspielmäßig in die Welt von Skyrim abtauchen kann. Und diese Mod hier fügt einige realistische, natürliche Jobs hinzu. Das heißt, man ist jetzt hier weniger der Held, also man kann es natürlich immer noch sein, aber es gibt eben ganz normale Berufe. So kann man das ganz gut sagen. Hier seht ihr zum Beispiel den Bounty Hunter. Das heißt, in der Stadt selbst, in verschiedenen Städten, gibt es Bounty Hunter. Die könnt ihr anquatschen. Hier gut zu sehen. Und die geben euch dann einen Auftrag und sagen euch, okay, hier und dort ist jemand, den will ich tot sehen. Und dann geht ihr dorthin, bringt die Person XY um, geht wieder zurück und kassiert eure Belohnung. Es gibt ganz verschiedene Berufe. Hier zum Beispiel könnt ihr den Koch sehen. Da könnt ihr sagen, okay, hier, ich bin ein Koch. Und er gibt euch dann einige Dinge, mit denen ihr dann etwas herstellen sollt, was er euch dann auch sagt. Ihr stellt das Ganze her, gebt es zurück und bekommt dann einen Anteil, bekommt dann eben eine Belohnung. Natürlich gibt es jede Menge Berufe. An der Zahl wären es so um die 10, 15 und das wären hier Alchemist, Schmied, Kopfgeldjäger, Bierbrauer, Koch, Kurier, Lieferant, Angestellte eines Drogendealers, Verzauberer, Assassine, Schmuckhersteller, Assistent eines Händlers, Nekromant, Wilderer, Steuereintreiber, Kellnerin oder Kellner. Das Ganze habe ich mal ganz schnell übersetzt. Ich denke, es macht Sinn. Generell, die Mod ist immer noch in Arbeit. Das heißt, da können überall Fehler sein. Von simplen Textfehlern über Bugs in Quests, über zum Beispiel, dass noch Vertonung für alle Berufe hinzukommen soll, was jetzt aber noch nicht getan ist. Das wird dann am Ende geschehen. Dann wird es auch verschiedene Arten dieser Mod geben, zum Beispiel eine Hardcore-Mod-Version,
bei der ihr dann weniger Geld bekommt oder ähnliches. Übrigens noch ein Hinweis: Für den Schmied hier gibt es eigene Rezepte. Das heißt, wenn der Typ euch sagt, macht mir drei Smithed Shields, dann ist das nicht so, dass ihr dann drei zufällige Schilde schmieden könnt, sondern gibt es wirklich ein Rezept, das heißt Smithed Shields. Vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen. Entschuldigung nochmal, dass die deutsche Version etwas länger gedauert hat jetzt. Und hier habt ihr die Beispielmusik für Ambience Music Overhaul. Viel Spaß! I don't claim to be the best blacksmith in Whiterun. Huh? You expect me to believe that? Don't forget to check inside the shop if you need anything. There's a nib in the air. Cold won't be good for my crops. Never is. I own the Pelagia farm just outside the city walls. Nimriel takes good care of things for me. Honest pay for honest work. You should buy some produce from Carlotta's stall. Most of it comes from my farm. Heard they're reforming the Dawn Guard. Vampire hunters or something in the Yes. Old fort.